Hi Leute, heute ist wieder Sonntag, das heißt ein neues YouTube-Video von uns. Heute mit dem Thema Wer bin ich? Also jeder von uns hat einen Namen aufgeschrieben, der andere muss erraten, wer es ist. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wer es sein könnte. Genau. Also wir werden es nicht ganz klassisch auf den Kopf pappen oder so, sondern die Namen stehen hier. Und ihr könnt dann während des Videos auch gerne in den Kommentaren dann auch reinschreiben, was ihr denkt, wer es sein könnte. So, das bist Genau. du. Sagen wir tauschen einmal. Also, Also genau. das bin ich, ja? So, wer darf anfangen? Wie du willst. Schnick, schnack, schnuck. Gewinner fängt an oder Okay. Gewinner Verlierer fängt an. Verlierer fängt an. Genau. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Ja. Okay. Bin ich männlich? Ja. Oh, das war schon mal gut. Kennt man mich aus dem Fernsehen? Ja. Okay. Also den kennt man ja. Bin ich Deutscher? Ja. Gut. Moderiere ich Shows? Nein. Okay. Nee. Nein? Nein. Also ich bin nicht klassisch. Also ich Nein, warte, kein klassischer bin ich ein Moderator. Moderator? Nein. So. Okay, Nein. gut. Bist du dran? Ach so, ja. Bin ich weiblich? Nein. Okay, ja, hätte ja sein können. bin ich Schauspieler? Nein. Na, super. Bin ich männlich? Ja. Bin ich Das war so eine Musiker? blöde Frage, aber gut. Ja, bin ich Musiker? Nein, bist du nicht. Okay. Bin ich Sänger? Nein. Auch nicht. Okay. Spiele ich Fußball? Nein, Okay. nicht, dass ich wüsste. Okay. Also, nur dass ich, also ich bin kein Moderator, ich bin kein Sänger Nein. und auch kein Schauspieler, hast du gesagt. Okay, alter Schwede. Was kann ich denn noch sein aus dem Fernsehen? Gibt so viel. Hä? Ja. Also auch, ja. Fernsehen, ja. Fernsehen ist so ein. Heutzutage gibt es ja nicht nur Fernsehen, aber er ist auch im Fernsehen zu sehen, ja. So als Tipp. Okay. Bin ich eher auf YouTube, so also über YouTube bekannt? Nein. Okay. Bin ich aus dem Fernsehen bekannt oder im Fernsehen generell bekannt? Ja. Bin ich eine reale Person? Ja. Okay. Bin ich Amerikaner? Nein. Okay. Okay, jetzt hast du mich ein bisschen verwirrt. Bin ich durch das Fernsehen bekannt geworden? Nein. Okay, gut. Würde ich jetzt nicht sagen. Nee. Okay. Kann ich noch fragen? Spreche ich Deutsch? Ja. Also bin ich Deutsch? Ja. Bin ich Moderator? Ja. Bin ich im Fernsehen bekannt? Also sieht man mich regelmäßig? Ja. Okay. Ja, gibt es jetzt viele. Bin ich Sportmoderator? Nein. Okay. Bin ich durch das Internet bekannt geworden? Nein. Nicht durchs Fernsehen, aber auch nicht durch Ja, das was heißt Internet durchs bekannt Fernsehen geworden. bekannt? Das muss eine spezifischere Frage einfach sein. Ach, du So. willst mich veräppeln, Durch aber gut. was? Als Tipp. Durch was? Nicht, also. Ganz einfach, wenn ich durch etwas bekannt wurde, was im Fernsehen läuft, dann bin ich durchs Fernsehen bekannt. Wenn ich aber eher durch etwas bekannt wurde, was eher im Internet gelaufen Ja, okay, ist, dann kann ich die dann bin Frage ich mit Ja durchs beantworten, welche aber jetzt? durchs Fernsehen bekannt, ja, aber mit etwas Speziellem halt. Also, ja, gut. Wir lassen es mal als Ja gelten, aber man kann Ja sagen, man kann aber auch Jein sagen, so. Okay, gut, dann Ja, egal. Mach okay. einfach. So, wo waren wir? Bin ich jetzt dran? Ich glaube ja.
Ich glaube, du warst jetzt dran. Okay. Moderator, kein Sportmoderator. Moderiere ich Shows? Ja. Wenn ich jetzt einen Namen sage und der ist falsch, habe ich, bin ich schon raus, oder? Nein, nein, wir machen das nicht. Wir machen einfach, bis Okay. derjenige, bis der Erste. Kann ich schon einen Namen einfach reinschmeißen? Ja, kannst du machen. Oder nee, ich frage noch eine. Wie soll ich diese Frage stellen? Wurde ich durch jemand anderen bekannt? Nein. Okay. Dann ist er das wahrscheinlich nicht, den ich im Kopf habe. Bin ich Sportler? Ja. Ah, okay, gut. Jetzt so langsam. Genau. Spiele ich Fußball? Ja. Habe ich blonde Haare? Ich wüsste gerne, diese Frau ist so durchschaubar. Ja. Bin ich Toni Kroos? Ja. Du bist so durchschaubar, gell? Warum? Weil der einzige Sportler, der deutsch ist, der dir in Nee, den Kopf das stimmt. Es gibt noch andere deutsche kommt, ist einfach Fußballer. Toni Kroos. Gut. Das Kannst war ja mal. gerade echt, das war gerade echt, das war zu einfach. Okay. Ja. Aber du musst ja erstmal auf Sportler kommen. So. So, willst du deines Okay. trotzdem kurz mal erraten? Ja, ist er, also ist er auch ein bisschen lustig? Ja. Hat er eine längere Pause gemacht? Nein. Okay. Ist er durch eine bestimmte Show bekannt geworden? Glaube ja. Also es Du gab mal eine glaubst. Show, die er moderiert hat, die sehr erfolgreich war und ich glaube, das war auch so ein bisschen, Aber ich kenne den ja, du Moderator. kennst ihn gut. Ich kenne ihn gut. Ja. Es ist jetzt kein Moderator von der Show oder eine, also was heißt Show? Einfach eine Sendung, die läuft so, ja. Oh. Also er moderiert mehrere Sachen. Also nicht nur eine. Ja. Ich sage jetzt den Namen, den ich schon die ganze Zeit im Kopf habe, aber wenn du sagst, er wurde nicht durch eine andere Person. Ja. Ist er das wahrscheinlich nicht? Ich würde Elton sagen. Nein. So. Wen gibt's denn noch? Ich kenne ihn gut, sagst du. Wen kenne ich noch gut? Matthias Oppenhövel. Nein, aber du wirst jetzt nicht 10.000 Nein, Namen das waren jetzt so reinrufen, die zwei, offen. die ich im Nein. Kopf hatte. Okay. Nein. Kann man denn noch fragen? Ist kein Sportmoderator, moderiert Shows, ist ein bisschen lustig. Der ist es auch nicht. Würde gerne wissen, ob die Zuschauer in Fällt diesem sonst Moment schon den richtigen Namen drunter irgendwie kein kommentiert haben. deutscher Moderator mehr ein? Schink, schink, schink. Schink, schink, schink. Ich gebe dir meinen Tipp. Ja. Vielleicht hilft es dich ja weiter, Dir. wenn du so dir weiter, wenn du so anfängst, so einzugrenzen, so. Ja, aber ich versuche Vielleicht. gerade einzugrenzen, weil Sport ist ja schon mal weg. Ja, Sport ist weg. So, dann können die zwei, die auch ein bisschen lustig sind, können das nicht sein. Also ich glaube dich. Nein, der moderiert keinen Sport. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Ich könnte auch gerade komplett falsch liegen, aber nein, der moderiert keinen Sport. Moderiert er mit jemand anderem Nein, zusammen? nein, der moderiert alleine. Okay. Ist er nur in einem, also auf einem Fernsehsender zu sehen oder auch auf anderen? Also ist er auf einem Fernsehsender nur zu sehen? Ich glaube tatsächlich, ja. Aber ist es nicht so, dass Moderatoren meistens so nur mit einem Sender so? Überwiegend schon, ja. Ja. Also, ich stehe gerade auf dem Schlauch, mir fällt gerade kein Name ein. Aber bevor du über Namen nachdenkst, tust du dann noch weiter eingrenzen. Weil du fragst mich jetzt, ob er nur auf Okay, einem er Sender. moderiert Shows. Er ist kein Sportmoderator. Er ist ein bisschen lustig. Er moderiert überwiegend alleine. Ja? Ist Guck mal, du er weißt jetzt. Nachrichten Nein. so. Du weißt doch jetzt, dass er Er ist nur auf einem männlich. Sender moderiert. Dann Ja. versuch du erstmal rauszufinden, auf welchem Sender, so zum Beispiel. Ja gut, Dann ich kannst du wollte jetzt noch nicht weiter so. eingrenzen. Okay, Dann moderiert kannst. er auf der RTL. Ja, nein. Auf ZDF.
Ja, das musst du jetzt wissen. Ja, es ist entweder ZDF oder ARD, aber ich glaube ZDF, Also ist ARD. er schon etwas älter. Falls du das Video jetzt siehst, ich Ja. habe dich jetzt nicht alt. Ich habe jetzt nicht gesagt, du bist Also alt, älter okay? als wir. Also Ja, mittleres auf jeden Alter. Fall, ja. Hat er eine Brille? Nein. Ist er das auch Ich nicht? gebe dir einen Tipp, so, damit du jetzt wirklich mal ein bisschen schneller drauf kommst. Aha. Er ist auch auf YouTube bekannt. Er hat auch einen YouTube-Kanal, sage ich mal. Kai Pflaume. Ja. Aber ich glaube, hätte ich dir jetzt keinen Tipp gegeben, wärst du, glaube ich, Aber nie auf Kai Pflaume der gekommen. ist, ja, der ist ZDF überwiegend, ZDF. ja. Und er wurde, glaube ich, Der wurde durch eine, durch Dings, diese Kuppelshow nur die bekannt. Liebe zählt. Hieß doch die Sendung. Ja. Das war ja so, glaube Kuppelshow. ich, sein Durchbruch. Ja. Kai Pflaume, falls du das Video siehst und falls ich jetzt falsch liege und du bist nicht durch diesen Format da nur die Liebe zählt bekannt geworden, dann kannst du das auch gerne mal kommentieren. Aber Ja, ich glaube, der, das war ja. nur die Liebe zählt. Ja, ich glaube, der hieß Und er auch hat so. auch ein YouTube-Video, ne? Hat Ein YouTube-Kanal. Kanal jetzt, ja. So, Ehrenpflaume. Die Ehrenpflaume. Nee, Ja, gut. Ja, okay. dann war's das. Das heißt, ich habe schon wieder gewonnen. Jetzt. Und wir kommen jetzt sowieso zu deiner Genau, jetzt am Bestrafung. Anschluss kommt noch eine Strafe für mich, da ich ja letzte Woche verloren habe. Und Bin ich darf mir für gespannt. nächste Woche schon wieder eine Bestrafung. Ja, super. Gut, Leute, dann bleibt dran. Ich hole die Bestrafung Ach und wir so, sehen ja, uns gleich hier. wieder. Die Pflaume, ne? Gut, Ja, klar, ich will kommen irgendwas wir trinken, zur was. Bestrafung. Ich habe dir einen richtig leckeren Shake gemacht. Come on, let's have some drinks, all right? Drinks on the house. Come on. Der, Ja. also, falls du gleich sagst, dass er gut schmeckt, überlege ich wie nennt man das denn? Mixtur? Zutaten, Ja, ne? Ja. diese Mix vielleicht patentieren zu lassen als Ja, so, ja, genau. Sportgetränk so. Sagst du Denn, mir danach, was da drin ist, oder? willst du es vorher wissen oder willst du es danach wissen? Da ist Alkohol drin. Willst du es vorher oder danach Nee. wissen? Da ist kein Alkohol drin. Okay. Willst du es vorher oder danach Nee, ist wissen? egal, danach. Muss das auf Danach? Ex trinken? Ich würde dir raten, auf Ex zu trinken. Okay. Ganz kurz, meinst du brauchst einen Kotzbeutel oder Weiß so? ich nicht. Ich bin eigentlich nicht so empfindlich, aber. Okay, gut. Let's go. Eigentlich ist es viel besser, wenn man es Ja, vorher weiß. warum? Ja, weil dann Nee. ist es noch schlimmer. Geht's? Das Ende ist ekelhaft. Wirklich? Essig oder irgendwas drinne? Genau, also da war. Balsamico. Nein, also da war Gurkenwasser drinne, also Ja, das Essig, war's. Gurkenwasser, Joghurt, ein Schokoladenbrotaufstrich, ich möchte jetzt keine Werbung machen, alkoholfreies Bier. Und für deine Gesundheit war da noch Kurkuma und Ingwer drin. Ach so. Ja, das Ingwer habe ich jetzt irgendwie nicht so Ich geschmeckt. habe es nicht übertrieben, weil Ingwer ist scharf und ich weiß, dass du Schärfe. Ich wollte es Ich jetzt auch mag nicht Ingwer übertreiben. generell nicht, aber Aber hat jetzt es habe ich. geschmeckt? Nee. Nein. Weißt du, was das Schöne ist? Nächste Woche darf ich schon wieder eine Bestrafung mir Ja, aber nichts aussuchen. trinken. Ist ja dann Nein, dann darfst du was langweilig. essen. Ja. Das wird so schön. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Schreibt auch gerne in den Kommentaren, falls ihr eine Idee habt, was Romina nächste Woche essen soll. Ja, ich muss ja so viel essen und trinken. Vielleicht könnte ich ja mal bei irgendeiner Show mitmachen. Meinst du so eine, so die so. Ja, ich Nee. sag's lieber nicht. Auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn ihr mal ein Abo da lasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.